Lauf. Ein Geschicklichkeitsspiel. Ihr müsst gleich, das kann ich sagen, durch diese Flaschenstraße schreiten, warten. Und es darf natürlich keine Flasche umfallen. Du hast nicht mehr viel Auswahl. Es bleibt nur noch der Beachvolleyballmeister Julius Brink übrig. Du hast aber die Wahl, aufzuhören oder nicht. Du hast 20.000 Euro. Du darfst entscheiden, ob du weiterspielst oder nicht. Aber auch hier natürlich, 20.000 ist viel Geld. Fürs Finale reichen aber zwei Siege nicht. Oh. Joachim sagt Kohle, aber ich. Natürlich spielen wir das Spiel gegen. Natürlich spielen wir das Spiel. Da komm runter, Jürgen. Ja. Danke. So. Hier die genauen Regeln. Ihr müsst über diese mit leeren Flaschen gepflasterte Strecke über die Ziellinie am Ende laufen. Pro Durchgang habt ihr 75 Sekunden Zeit. Ihr lauft von mir aus gesehen von links nach rechts. Wer als erster innerhalb der Zeit mit beiden Füßen hinter der Ziellinie steht, bekommt einen Punkt. Sollte einem Spieler die Flasche umkippen, muss der andere erst über die Ziellinie. Heißt, also wenn am Anfang gleich eine Flasche umkippt, hat der andere noch nicht gewonnen. Er muss auch erst ins Ziel kommen. Sollte die Flasche dann auch umkippen beim Gegner, ist es ein Nulldurchgang. Er hat natürlich die 75 Sekunden voll Zeit, kann natürlich ein bisschen sich mehr Zeit lassen, als wenn ein Gegner noch im Spiel ist. Wer als erster 4 Punkte hat, gewinnt das 10. Spiel und darf nächste Woche wieder hier neu anfangen und sich neue Gegner aussuchen. Diese Show ist absolut. Hast du es verstanden? Ja. Ich noch nicht. Einfach durchlaufen. Wenn bei mir eine Flasche umfällt, hast du die restliche Zeit noch, also um nach hinten zu kommen. Das heißt, du hast alle Zeit der Welt, um in Ruhe. Okay. Wenn es aber bei dir auch eine Flasche umfällt, fangen beide wieder. Es ist nur gültig, ohne umgeworfene Flasche über die Ziellinie zu kommen. Richtig. Korrekt. Geht dann nicht, bei dir sind zwei umgefallen. Nein. Es zählt nicht die Anzahl. Sobald eine umfällt, egal ob eine oder zehn, bist du erstmal raus. Und der Gegner hat dann aber die 75 Sekunden Zeit, ans Ziel zu kommen. Vielleicht auch Justus. Es ist nicht so. So heiße ich nicht. Justus. Julius. Ja, sonst kommst du Justus. Justus. So, endlich ist das Buschi auch passiert. Nein, nee. Und das wir können nicht schon mal hingehen. Ja. Du kannst fragen, du kannst weiter fragen. Komm, Christoph, wir spielen. Entschuldige bitte. Einmal tauschen. Justus. Ist nicht blau jetzt. Stefan, ist kein Problem. Julius, pass auf. Es ist kein Bowling. Ja? Ja. Es geht darum, die Flaschen nicht umzuschmeißen. Ich weiß, dass es für euch von Bedeutung ist. Es sind 102 Flaschen pro Kurs. Ihr seid zur Langsamkeit gezwungen. Das wäre auf jeden Fall ein schönes Spiel auch noch für die Girls gewesen. Wenn ich diese Langstelzen hier sehe, bin ich sehr gespannt, wie... Ja, darf ich die darf man die Schuhe ausziehen? Das steht nicht in den, also, steht nicht in den Regeln, dass ihr es nicht dürft. Was habt ihr denn für Schuhgrößen? Julius? 46. Mimi? 38. Was? Und weißt du was? Ich hätte es dir geglaubt. Ich hab's zwar kurz gedrückt, aber ich hab's auch geguckt, aber ich hab's auch geglaubt. Darf ich nicht berühren, ne? Nein, also berühren darfst du es schon, aber es darf nicht umkippen. Also wenn du da jetzt gegenkommst, ist es nicht weiter schlimm. Aber ich kann jetzt nicht versuchen, darauf Nein, zu fallen. Nein, das darfst du nicht. Huh. Habe ich wirklich Justus gesagt? Nein, bitte gesagt? Nicht. Bitte ja. nicht die hab Socken Justus? Aus. Justus. Riechst du das schon? Also, sonst noch irgendwelche Fragen? Beide Füße hinter die Ziellinie heißt natürlich auch wirklich hinter der Ziellinie. Boah. Also, wenn man noch die Linie berührt, zählt es nicht, dann lieber noch einen Schritt weitergehen. Julius? Ja. Würdest du mir denn Jonas verzeihen? Oh. Er hat mit Jonas Reckermann 2012 Korrekt. Gold bei den Olympischen Spielen in London im Beachvolleyball gewonnen. Ich verzeih's dir. Danke. So, aber... Ihr habt die Regeln jetzt verstanden, ihr seid auch soweit bereit. Dann los. So,
Und jetzt ist die, ja, jetzt ist die Schuhgröße 38 für Mimi ein Vorteil, denn er muss nur noch durchkommen. Ruhig, ruhig. Und jetzt hat er den ersten Durchgang. Das machen wir. Siehst du den Fuß? Also, ihr merkt schon, 75 Sekunden ist lang tatsächlich. Also lasst euch am Anfang ruhig auch ein bisschen Zeit, damit ihr sicher über die ersten Flaschen kommt. Ja, der Julius ist manchmal überhastet. Ja, deutlich zu schnell beim Start. Und jetzt gilt es. Aber 0-1 Rückstand hier in den Durchgängen will gar nichts bedeuten. Ihr seid wieder bereit. Los. Mimi Kraus ist gut unterwegs. Jetzt kommt Justus. Aber Mimi hat's. Und Justus schmeißt auch noch Flaschen. Die Idee war gut. Die Idee war gut. Ich hab wieder Justus. Aber was ist denn los? Julius schmeißt Flaschen um. 2-0 Führung für Mimi Kraus. Der Sieger dieses Spiels eröffnet die Sendung kommenden Samstag um 20.15 Uhr. Da ist so. Katja Burkhardt dabei, da ist Olympiasieger Matthias Steiner dabei, da ist Dschungelkönig Filip Pavlovic dabei und der Sieger dieses Spiels. Bereit? Los. Es ist Julius. Es ist Julius, der gewinnt. Ja. Denn bei Mimi sind Flaschen umgefallen. Alles gut, bei Mimi sind ja Flaschen umgefallen, Elton. Genau. Nein, ich hab doch gar nichts gesagt. Ach so, weil du so gucktest wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich sehe nur mal so aus, tut mir leid. Es sind Flaschen umgefallen, daher ist es völlig egal, ob er auch als Erster über die Ziellinie gekommen ist. 2-1. Aber zum Schluss geben sie beide richtig Vollgas, Risiko. Aber warum auch nicht? Hier ist ein bisschen verschoben. Aber nicht gekippt. Und es geht ja auch um die nächste Woche hier wieder anfangen zu dürfen. Mimi braucht noch 2 Durchgänge, Julius 3. Los. Ah, fuck. Ja, er hat davon sehr weit weg den Sprung angesetzt. Ja. Und das heißt, Mimi Kraus führt 3-1, braucht noch einen Durchgang, um auf 30.000 Euro, 3 Siege und die Eröffnung nächste Woche zu kommen. Kommenden Samstag, 20.15 Uhr, Folge 3. Schlagt ihr das? So, jetzt hat Julius Druck. Buschi hat es gerade gesagt, ich wiederhole es gerne nur noch mal. Mimi braucht noch einen Punkt, dann ist er nächste Woche wieder dabei, darf entscheiden, ob er spielt. Hat 10 neue Gegner. Aber so weit sind wir noch nicht. Julius ist auch gut dabei. Hat ein bisschen viel riskiert, aber kann ja auch klappen. Los. Und damit ist die Entscheidung gefallen. Mimi Kraus. Du willst zu viel. Ja, 30.000 Euro, dritter Sieg. Es kann ja noch und was fallen. Auf Wiedersehen für Mimi Kraus kommenden Samstag. Er ist wieder dabei. Also, am Ziel waren beide relativ gleich, ganz eng. Aber da ja Flaschen umgefallen sind, ist der Durchgang verloren. Julius, vielen Dank. Der macht trotzdem noch mal ganz kurz Platz auf der Losers Lounge. Mimi, komm mit rüber. Denn wir fassen jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Mimi bekommt noch mal 10.000 Euro drauf, hat jetzt 30.000 Euro. Muss
jetzt erstmal überhaupt nichts entscheiden. Hat eine schöne Woche Zeit, um sich zu erholen und zu gucken, was passiert. Aber du kommst natürlich nächsten Samstag wieder, quasi als Titelverteidiger Show Nummer 2. Es kommen 10 neue Kandidaten. Du hörst dir das Spiel an, du siehst dir die Kandidaten an und dann entscheidest du, ob du spielst, was wir alle hoffen, oder ob du 30.000 mit nach Hause nimmst. Aber das alles erst in der nächsten Woche, 20:15 Schlag im Westen. Buschi hat schon gesagt, Katja Burkhardt wird dann mit dabei sein, Matthias Steiner und auch Philipp Pavlovic, Dschungelkönig. Das alles nächste Woche und natürlich Mimi Krause mit dabei. Dankeschön, Frank Buschmann, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!